Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Foodfleisch. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute mal ein ganz spontanes Video, und zwar sind wir hier im feinsten Bildstedt. Hier ist Ghetto-Metto angesagt und heute werden wir auf jeden Fall mal eine spontane Foodtour für euch abdrehen. Wir wollen einfach mal schauen, was kann Bildstedt kulinarisch, ne? Was können die uns so zeigen? Was gibt's denn super Leckeres hier? Und ich habe auch natürlich schon mal ein bisschen im Internet recherchiert und habe da so ein paar Läden rausgesucht, die wir mal besuchen werden. Aber alles nicht geplant. Alles sehr spontan, ne, ja, Klausi? Ja. Und da würde ich mal sagen, ne, yalla, yalla, yalla. So, wir kommen jetzt hier an der Foodmeile vorbei, wo es sämtliche Läden in Bildstedt gibt, ne, wo man Döner, Chicken und alles Mögliche essen kann. Ja. Und mir fällt gerade auf, wir haben ja vor einem Jahr ungefähr, müsste eigentlich jetzt vor einem Jahr genau sein, ja, da haben wir doch mal in Bildstedt auch schon mal hier ein Video gemacht, da haben wir doch diesen Foodcorn-Park abgedreht. Ja, ja. Dieser Riesenladen, wo es mehrere Streetfood-Stände gab. Stimmt, ne? Stimmt, da haben wir Muscheln gegessen, alles Mögliche. Und den gibt es hier nicht mehr. Und stattdessen ist hier jetzt wieder ein neues Lokal. Und zwar... Das nicht. Und zwar Antep Kebab House. Und ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Aber wir gucken einfach mal, was es hier Leckeres gibt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Mal schauen, ne? So, Leute, wir sind jetzt auch schon im Laden drin, ja, wo früher der Foodcorn Park war, ist jetzt hier das Antep Kebab House. Und ein Keller, der ist auch zufälligerweise ein Zuschauer von uns, ist sofort auf uns zugekommen, hat gemeint, ey, wir sind hier neu. Wir haben erst vor einer Woche aufgemacht, ne? Deswegen kannte ich den Laden auch gar nicht. Und wir haben auch schon so einen kleinen Probeteller bekommen. Und die bieten richtig heftigen Yaprak-Döner an. Und zwar eine Mischung aus Lamm- und Kalbfleisch. Und ich habe ja vom Fleisch schon probiert und ihr wisst ja ganz genau, Lammfleisch ist nicht so mein Favorite Fleisch, aber du schmeckst es nicht, oder Klaus? Nein, schmeckt es wirklich nicht. Also das hier, was wir jetzt zur Probe bekommen haben, ist schon einmalig. Das ist richtig geil. Ja. Top Fleischqualität, definitiv. Und ich würde mal vorschlagen, lass uns mal in die Küche gehen. Ja? Willst du mitkommen? Nee, oder willst du hier sitzen bleiben? In der Küche alleine. Nee, alles klar, dann gehe ich mal in die Küche und wir schauen uns mal den saftigen Spieß an. So, Freunde, ich bin jetzt mitten in der Küche und das ist hier dieser Spieß. Das ist ein hundertprozentiger Yaprak-Spieß. Genau. Und das war wie viel Prozent Anteil? 30% Lamm und 70% Kalb. Wow, ja. Okay. Das sieht sehr, sehr mächtig aus. Und das gab es bis jetzt in Hamburg noch gar nicht. Nee. So in der Form, das ist der erste viereckige oder rechteckige Spieß. Auf jeden Fall. So, Leute, ihr habt ja bei der Zubereitung zugeschaut und das Fleisch sieht einfach nur mega aus. Und ich habe mich schon gewundert, warum es nicht nach Lamm schmeckt. Es ist nur ein 30%iger Anteil an Lamm. Also doch nicht mehr Lamm als Kalb, sondern mehr Kalb. Ne, 70% Kalb, 30% Lamm. Ne, deswegen hat es nicht so rausgeschmeckt. Und hier, schaut euch mal hier diesen Döner an. Dürüm besser gesagt, das ist ein Dürüm. Sieht auf jeden Fall sehr juicy aus. Und vor allem, der Fleischanteil ist mega. Ist mega, ne? Also mehr Fleisch als Gemüse. Und ich wollte aber trotzdem wissen, wie die Soße schmeckt. Ne? Ich habe deswegen extra mit ein bisschen Soße, ne, bestellt. Mal schauen. Sehr intensiver Fleischgeschmack, aber ein sehr, sehr guter Fleischgeschmack. Also du merkst richtig, du hast nur Fleisch, keine Bindungsmittel, keine Geschmacksverstärker. Und so viel ich mitbekommen habe, wurde auch das Fleisch mariniert vorher. Ne? Deswegen hat es auch so eine schöne Würze, ne? Und es ist mega saftig und es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. So, Leute, bevor ich das hier esse, würde ich noch mal sagen, schaut euch diesen Laden mal an. Unheimlich sauber,
ganz toll eingerichtet, eine ganz tolle Atmosphäre. Und man hat auch hier, man präsentiert auch das ganze Fleisch, was sie hier verarbeiten, in einem, so einem Kühlraum, in der Glasscheibe, wo man das alles sehen kann. Und man kann auch in die Küche reingucken. Also ich finde das also ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Transparenz ist auch wieder vorhanden. Ja, so, also ne? wunderbar. Und die produzieren das selbst. Das ist ja, jetzt das nicht irgendwie so eine Produktionsfirma, wo sie da den Dönerspieß einfach kaufen, sondern die produzieren das täglich. Und jetzt beiße ich aber mal hier rein, ob ich das auch super finde. Also schönes Fleisch drin und nicht zu viel Gemüse, mehr Fleisch als Gemüse, ne? Mhm. Und der Teig ist sehr, sehr gut. Das Fleisch, was da drin ist, Kalb- und Lammfleisch, sehr, sehr gut. Wirklich super, ganz toll. Hat aber einen schönen Kalbfleischgeschmack, ne? Das ist echt mega. Ja, kein starker Lammgeschmack. Überhaupt gar kein Lammgeschmack, gar nicht. Gar nicht. Perfekt. Nee, also muss man wirklich sagen, ganz toll. Bin angenehm überrascht. Oh, und hier haben wir noch ein kleines Dessert. Oh je. Original Baklava. Baklava und der Pistazien hier. Ja, aus Gaziantep. Lecker. Das wollen wir probieren. Süß, aber nicht übersüß. Und schön, auch nicht trocken, saftig. Sehr geschmacksvoll, sehr gut, nicht übersüß. Und die Pistazien schmecken gut, ne? Bitte? Die Pistazien, sehr lecker. Wunderbar. Aber man kann das selber auch mal probieren, ne? One bite, oder? Ne, zu viel, ne? Es gibt Baklava und Baklava. Es gibt einmal das extrem süße, wo du nur Zucker schmeckst, ne? Was so richtig trieft vor Zuckersirup. Und das ist perfekt. Du spürst die Lagen, ne? Die Layers, schön knusprig, trotzdem saftig unten im unteren Bereich. Und das, die Pistazien haben einen wunderbaren Geschmack. Wundervoll. Einfach nur wundervoll. Hast einen cremigen Geschmack im Mund. Ist auch nicht zu süß. Wirklich. Eins der besten Baklavas, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mega, mega geil. Mega. Ey Leute, ich sag's euch, das war wirklich eine spontane Aktion. Ich schwör's euch. Wir haben da keinen Termin vereinbart. Wir waren einfach da. Der Kellner hat uns so hergerufen, ey, ich kenne euch von Foodflash, bla bla bla. Ne? Und da sind wir einfach in den Genuss gekommen, einer der geilsten Japrak-Spieße zu essen in Hamburg. Es war ein Erlebnis. Ein mega krasser Spieß. Also Hamburg, langsam geht's hier bergauf, ne? mit Streetfood und vor allem auch mit Döner. Also krass, ne? Also der Dürüm war wirklich eine 11 von 10, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir hingehen sollen. Ich glaube, wir checken nochmal irgendwie einen kleinen Laden ab und dann machen wir, glaube ich, mal Schluss, ne, für heute, oder? Ja. So, das ist hier original Berliner Döner von Tadim und die haben tatsächlich auch diese typischen Berliner Soßen, Kräuter, Knoblauch, scharf und das Fleisch ist halt, ist Hackfleisch, also ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität ist, soll ganz gut schmecken auf jeden Fall, mal gucken, ich probiere es mal vom Fleisch, schaut mal hier, wie das aussieht. Ja, schmeckt halt nach typischem Hackfleisch-Döner. Hat eine gute Würze, ist halt dieser typische Berliner Geschmack so, ne? Ist ganz lecker, aber ist jetzt auch keine High Quality, weißt du? Aber schmeckt ganz gut eigentlich. Okay. Da kann man nicht meckern, aber muss ich zusammendrücken. Guck mal hier, Klaus. Mega Ding hier. Let's go.
ist halt ein ganz anderes Level als jetzt vorher. Also vorher, da war das Fleisch einfach nur Champions League, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber du hast halt wieder dieses Berliner Feeling, Klaus. Das ist halt, also Hackfleischdöner, das ist Berlin. Weißt du, Klaus? Ja, ich weiß es. Ne? Weißt du das nicht? Nee. Ja, dafür sind die eigentlich bekannt, Hackfleischdöner. Ne? Es gibt natürlich gute Qualität und schlechte Qualität. Zu der Qualität kann ich jetzt nicht großartig viel sagen. Bis jetzt nicht. Also ich würde eher sagen, das ist so ein Standardding. Ja, Klausi, die Leute wollen ja auch mal wissen, wie deine Meinung zu diesem Döner ist. Das ist halt Berliner Döner, ne? Ja. Sehr prall gefüllt. Ne? Also aussehen tut er schon mal gut, ne? Ja, sieht gut aus, aber Qualität... Ja, ich werd mal, ja, ja. Das muss ich ja. Und sei ehrlich. Ne? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das Fleisch hat laschen Geschmack. Na. Ja, beiß dich nochmal durch. Probier's doch mal pur. Nimm dir mal so eine knusprige Stelle. Ja, mal, Fleisch ist nicht schlecht, aber für mich im Geschmack nicht, könnte es besser gewürzt sein. Ja, klar. Nein, vor allem, wenn du das jetzt vergleichst mit so einem richtigen Jabrak, wie vorhin bei Antep Kebab House, das war ja Champions League durch und durch, ne? Ja, also, sag mal, man kann es jetzt nicht schlecht, ist immer Geschmackssache. Kannst du aber sowieso nicht vergleichen, nee. Das ist einmal Berliner Style, ja, ne? Ja. Aber weißt du mal, schmeckst du eigentlich die Soßen raus? Nee. Und was sagst du dazu? Also... Nicht so dein Ding? Nee, ist nicht mein Ding. Nee. Erstmal zu lasch im Geschmack. Okay. So Leute, wir haben jetzt soweit unseren Döner aufgegessen. Ich habe den alleine aufgegessen, Klaus hatte nicht mehr so viel Hunger. Und ich habe aber probiert. Ja, der war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht keine besondere Qualität. Ne? Also kann man auch nicht von so einem Berliner Döner erwarten, ne? So ein Hackfleischdöner, wo man auch nicht genau weiß, was da genau drin ist. Aber geschmacklich war es geil. Die Soßen sind sehr stark gewesen. Ne? Kräuter, Knoblauch, scharf. Ne? Vor allem die Kräuter hat es mir angetan. Die hat sehr gut geschmeckt. Und von daher kann man auf jeden Fall den Laden auch besuchen. Aber wie gesagt, der Antep Kebab House Laden, der erst vor einer Woche eröffnet hat, hat mir sowas von angetan. Und dir auch, oder Klaus? Ja, der war. Der war mega geil. Vor allem, du musst dir vorstellen, der Chef. Der Geschäftsführer von diesem Restaurant ist Fleischhändler. Der weiß also, woher die Ware kommt. Und die achten sowas von auf Qualität. Einmal das. Und was ich so toll finde, die stellen den Spieß oder den Jabrak-Spieß selbst her. Ja. Ne? Also keine gefrorene Ware, wird täglich frisch gemacht. Und da ist auf jeden Fall eine Menge Liebe und auch eine Menge Kompetenz, ja, das und stimmt. Know-how dahinter. Ja. Und das gefällt mir so gut. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. War ein ganz kurzes, spontanes Video. Und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Food Flash. Und nicht zu vergessen, abonnieren, kommentieren, liken. Peace. Peace. Yes.